Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Outbreak Island Pendulum. Ein ganz komischer Name, aber ich werde einfach mich an Pendulum irgendwie gewöhnen. Jedenfalls ein herzliches Willkommen. Ich hoffe sehr, dass euch der erste Part gefallen hat. Wenn euch auch der Part gefällt, ich würde mich echt riesig freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Der Part geht mit Sicherheit eine halbe Stunde. Ein Like dauert 2 Sekunden. Würde mich auf jeden Fall freuen und sehr unterstützen. Wir werden uns heute mal dieses Industriegebiet angucken. Ich bin auch gespannt, ob ich wieder einen von diesen komischen grünen Hampelmännern sehe, die wir da schon gesehen haben im ersten Part. Achsbruch, hä? Da geht wohl nichts mehr. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich auch irgendwelche Autos fahren kann. Da kann man aber auch nicht aufmachen und looten oder irgend sowas. Das fehlt mir so ein bisschen. Oh, jetzt wird's spannend wahrscheinlich. Da hinten müssen wir hin. Aber ich denke, wir müssen nach innen rein. Passt nur auf, Leute. Ich habe ein Rohr in der Hand. Ein hartes, großes Rohr. Und wenn ihr mir zu nahe kommt, haue ich damit zu. Was haben wir da? Süßigkeiten. Stellt Hungerwert um 3% wieder her. Na super. Und medizinischer Alkohol kann beim Herstellen verwendet werden. Ich denke mal für Verbände oder sowas. Den Müsli-Schnickelsbumster, den kann ich mir ja gleich reinpfeifen. Die 3%, die hauen es jetzt bestimmt nicht raus. Da hinten leuchten auch Kisten. Aber ich würde mich jetzt gerne erst einmal hier aufhalten. Der Baum mitten im Gebäude gewachsen. Finde ich nice, solche Sachen. Weil, hey, wer weiß, wie es ist, wenn Apokalypse ist oder sowas. Ne? Die Natur sucht sich ja ihren Weg. Okay, hier haben wir kein Tor zum Öffnen. Es ist so verdammt leise. So, ich weiß nicht. Das ist so gespenstisch leise. Was haben wir hier? Gartenerde. Moment, muss ich gleich mal ins Inventar schauen. Kann für Landwirtschaft verwendet werden. 1,6 Kilo. Wir haben 18 Kilo Platz. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. Notfalls renne ich zurück. Pillen, jawohl, das ist gut. Und Brot stellt den Hungerwert um 5% wieder her. Kann zum Kochen verwendet werden. Okay. Das schaut seltsam aus. Nutz mal dein Draht. Wie gesagt, es ist ein bisschen umständlich mit dem Rad, aber es geht schon. Also man kann sich ja alles gewöhnen. Ein Topf. Wahrscheinlich werden wir jetzt dann gleich in die botanische Richtung gehen. Wir werden jetzt halt, da oben ist auch eine Kiste, wir werden jetzt halt ganz viel Erde sammeln und Blumentöpfe und dann werden wir das Gärtnern anfangen. Kann ich irgendwie in die Hocke gehen? Mit C. Dünger. Nee, Wasserflasche. Okay, hätte jetzt sein können. Da ist noch mal ein Bett. Oh. Aber was haben wir hier? Schießpulver, Kohle, Schrotflintenmunition. Immer her damit. Medizinischer Alkohol. Oh. Radio. You can equip radio from the radial. Okay, das können wir machen. You can scan areas using radio to find signal transmitters. Okay, also die Dinger, was wir jetzt gerade gesehen haben, ne? Sender zerstören, um die Bereiche zu räumen, müssen sie Signalsender zerstören. Okay. Was steht hier?
Funkmeldung 2, hier ist Agent Nelson von der Aufklärungseinheit B9 an alle Soldaten im Sendegebiet. Wir brauchen Hilfe bei der Untersuchung eines abgestürzten Flugzeugs in der Nähe der Hauptmilitärbasis. Es besteht die Möglichkeit, dass der Unfall mit geheimen Experimenten zusammenhängt. Der Pilot könnte infiziert sein. Er hat den Verstand verloren und war nicht mehr in der Lage, das Flugzeug zu manövrieren. Okay, und da ich jetzt halt Schiss bekomme, schnappe ich mir das Gewehr. Wir haben immerhin Munition. Wir können hier speichern. Und wir können es zerlegen. Habe ich das dann in meiner Bag? Oh, cool. Ja, okay, ist zwar ein bisschen umständlich, dann immer wieder einen... Hoffentlich stacken die. Ja, die stacken bis zu 10. Ich möchte mal lieber nach oben gehen. Ich finde es immer gut, wenn ich irgendwo nach oben kann. Okay, da kommt man nicht hoch. Ich könnte höchstens probieren, dass ich hier oben rumlaufe. Ich habe lieber immer alles schön im Überblick. Aber okay, hier ist nichts weiter. Was haben wir hier? Ein Verband? Okay, Verband. Da hinten scheint mir nichts zu sein. Okay. Moment, ich möchte mal ganz kurz erst da hinten in die Ecke schauen. Oh, schön. Zweimal Metall. Schön, wie das Gewehr auf die Seite nimmt. Okay, da habe ich es eigentlich lieber, wenn ich mit Steuerung in die Hocke gehe, als mit C. Na gut, warten wir mal. Wir haben ja gerade gespeichert. Und ich denke, der eine Hampelmann, das sollte schon gehen, oder? Das ist laut. Da nehmen wir noch alles mit, wenn der so viel einstecken hat. Es könnte durchaus sein, dass man hier auch sneaken kann. Also, weil ich hätte anscheinend da oben rum auch gekonnt. Erstmal hier um die Ecken luren. Okay, da liegt aber nichts holzmäßig oder sowas. Sehe jetzt zumindest nichts. Hätte ich den vielleicht mal fotografieren müssen? Ich kann ja mal aufs Journal gucken. Nö. Aber die Holzbretter können wir einstecken, oder? Ich meine, solange sich das jetzt halt noch so ein bisschen in Grenzen hält, ist ja alles okay, ne? Da vorne muss ich hin. Find and destroy 3 radio signal transmitters. Seid ihr die Transmitter? Eigentlich die Dinger hier, ne? Ich würde aber auch gerne da irgendwie hochkommen, das wäre super. Weil da oben liegen nämlich auch Kisten. Ich weiß nicht, ob ich von dem Geländer her hinkomme oder vielleicht eher da vorne über eine Kiste oder so. Ah, okay, vielleicht hier. Schießpulver.
Da drüben liegt nichts. Okay, man kann mit Anlauf kann man hier rüberspringen, aber da komme ich natürlich nicht da drüben hin, das ist auch klar. Lasst uns mal runter. Metall. Das Inventar ist zu schwer. Wir sind bei 35,12 Kilo. Habe ich jetzt eine, ne? Rausgeschmissen anscheinend. Okay, das Problem ist jetzt, dass ich die Taschen voll habe. Ich kann nichts mehr einstecken und würde sagen, wir schmeißen mal. Wir können doch da was reintun, oder nicht? Nee, können wir nicht, weil das andere Inventar nicht offen ist. Oh, schade. Das wäre jetzt halt echt toll gewesen. Warte mal, dann machen wir Inventar auf. Remove, platzieren. Rechter Mausbutton. Dann platzieren wir das jetzt einfach mal hier. Benutzen. Spiel speichern. Und dann würde ich nämlich sagen, dass ich einmal zurückgehe. Und wenn es mich nämlich erwischen sollte, dann kann ich ja einfach neu laden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt niemanden irgendwie großartig begegne. So, von daher einmal trapp trapp zurück zum schützenden Nest. Ich gucke jetzt mal, ob ich dieses zweite Storage hier vielleicht aufbauen kann. Nee, kann ich nicht, aber wir haben ja das hier. So, von daher, wir tun den Wasserfilter. Warte mal, nee, wir gehen nochmal raus. Wir trinken jetzt erst einmal noch einen Schluck Wasser oder zwei. Gesundheit 60, Hunger 34, Durst 80. Warum removed es mir? Oder warum gibt mir das Hunger? Okay. Aber bekomme ich ja gar nicht. Auch komisch, ne? So, wir haben zwei leere Flaschen. Wir füllen mal die schnell. Es ist schade, dass ich nicht hier irgendwas habe, ne? Für den Wasserfilter, weil den mitzuschleppen ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Den sollte ich vielleicht da lassen. Was können wir hier noch? Verband. Schere braucht man da, okay. Schlafzelt, Lagerfeuer. Lagerfeuer, da wollte ich mal gucken wegen Kochen. Warte mal, du hast doch da noch eine leere Flasche. Die kannst du doch eigentlich auch mit rausnehmen. Okay, wir tun mal den Metallschrott raus. Die Kohle. Pillen lasse ich einstecken. Erste Hilfeset lasse ich einstecken, ganz klar. Medizinischer Alkohol wird zum Herstellen verwendet. Gartenerde, die ist schwer. Pflanzentopf, das werden wir wahrscheinlich später noch lernen. Von daher lasse ich das jetzt alles mal hier drin. Holzlatten, die leere Flasche, Pillen. Energy Drink, Wasser, Schraubenzieher. Schließen. Dann machen wir die andere Flasche nämlich auch noch voll. So, dann können wir nämlich den Filter auch da lassen. Es wird halt schon wieder Nacht, ne? Warum geht es immer so verdammt schnell in den Games? Ganz ehrlich, das ist eigentlich etwas, was eher störend ist. So, Wasserfilter tun wir raus. Das lassen wir natürlich einstecken. Ich würde aber auch sagen, oh, da bin ich immer unsicher, ne? Soll ich die Schraubenzieher und den Hammer raustun? Oder soll ich es einstecken lassen? Weil vielleicht muss ich mir irgendwas unterwegs dann herstellen, ne? Brot, Verband. Schauen wir mal, was uns das Brot bringt. 5% gerade mal, jetzt ernsthaft.
Das ist aber nicht sehr hilfreich, muss ich sagen. Na gut. Es ist noch nicht ganz dunkel, von daher gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Du hast nur dein Gewehr irgendwie nicht einstecken oder in der Hand. Ach so, nee, ich habe 2 Schuss immer geladen, ne? Na gut, laufen wir mal zurück. Ich hoffe, dass es so in der Helligkeit, Dunkelheit, wie auch immer, dass es bleibt. Dass ich ein bisschen wenigstens was sehe. Also Hunger ist ja immer so ein Problem von mir, auch in Real Life. von daher schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir irgendwas finden können. Gucken wir mal kurz in die Container noch rein. Den haben wir, glaube ich, leer gemacht, ja. Aber ich glaube, hier war noch irgendwas? Nein. Da hinten ist noch eine Kiste. Da haben wir noch mal so einen Trolley. Okay, man muss nur lang genug... Aber dass die nichts einstecken haben, ist ja schade. Okay. Es werden anscheinend... Ah, Kohle. Es werden anscheinend mehr dann des Nächtens. Das kann durchaus sein, ne? Muss ich das vielleicht einfach mit dem Gewehr wegballern? Es wäre halt schade um die Muni, ne? Ein Hammer. Gut. Aber den hättest du jetzt eigentlich nicht mitnehmen brauchen, ne? Ich weiß nicht, ob das die Sendemasten sind, die wir da wegballern müssen. Es ist halt jetzt wieder so eine Sache, ne? Also ich glaube nicht, dass jetzt halt hier noch mehr sind. Also die werden mit Sicherheit auftauchen, aber... Das Komische ist, das Ding ist doch kaputt, eigentlich. Wieso soll ich das dann zerstören? Da drüben ist auch eine Kiste. Oh, gut. Plastik. Da drüben würde ich halt auch... Oh, da ist nochmal eine Ding. Und da oben ist auch nochmal... Okay. Oh, nicht so weit springen. Was ist denn los mit dir? Ja gut, wenn man Anlauf hat, ne? Und springt. Okay. Also wenn es dir da runterfällt, dann nochmal. Okay, schauen wir mal. Nein! Was ist denn los mit dir? Hä? Huh? Es ist alles immer eine Übungssache, das ist ganz klar, ne? Okay, ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Ding zusammenhängt. Mit dem Hunger. Und ich hoffe sehr, dass ich da noch irgendwas finde. Ja, Komponenten kann ich nicht essen, das bringt mir nichts. So, da oben haben wir so eine Antenne. Da ist aber dann auch die Frage wieder, wie ich da hochkomme. Bom, bom, bom. Vermutlich da drüben. Okay. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie... Okay. Gehen wir mal da drauf. Ich denke mal, dass ich mit dem Rohr machen muss.
Ui, jetzt bin ich aber erschrocken. Alter, hau mich weg. Okay. Ich denke mal, dass wir da hinten auf jeden Fall noch welche von dem Gesindel haben. Von diesen grünverseuchten. Vielleicht waren es jetzt halt auch nur drei. Dass es einfach für den Anfang jetzt ein bisschen smooth ist. Das muss man nicht kaputt machen, ne? Das Teil verliert aber auch keine Haltbarkeit. Okay. Nee, also das mit dem Rennen, das funktioniert. Ich habe mich bloß zu dumm angestellt. Okay, also es geht schon, aber man sieht ja, ne, der haut mir ganz schön Gesundheit runter. Nicht sehr schön von dir. Da haben wir noch ein Täschchen, da haben wir noch was. Okay, einmal Inventar. Ich würde gerne mir mal den Verband gönnen und eine Pille. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Die 50er, die hebe ich mir dann für später auf. Schauen wir mal, was wir da haben. Schießpulver. Wieder nichts zum Essen. Ich bin auf... Ui, 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 ui. Alter. Was geht denn da ab? Who shoot on me? Oh, Wasser. Wer hat denn jetzt auf mich geschossen? Jetzt habe ich gerade die Medi genommen. Und dann ballert mir der eine hier vor den Latz. Pistolenmunition und Verband. Okay, den Verband würde ich sagen, den nehme ich jetzt halt auch gleich. Ich weiß nicht, wo der war. Ob ich den mit der Kamera sehe? Also da muss ja irgendwo da vorne gewesen sein, ne? Oder ich weiß es nicht. Kommt man da hoch? Oder ist das ein Selbstschussding? Ich konnte jetzt nicht zeitlich weggehen. Das ist irgendwie so eine Selbstschussanlage oder sowas. Alter, hau mich noch auf, ey. Bin ich erschrocken. Also gut. Wir laufen mal hier weiter. Sammeln natürlich noch die Bretter und das Eisen ein. Let us have a look around the corner. Mann, das Dumme ist, ich kann mich halt auch nicht hinlegen zum Schlafen. Vielleicht hätte ich das generell nicht machen sollen, jetzt halt schon am Anfang, weil mich das halt mit dem Essen so runtergehauen hat. Und ich kann es nicht ausgleichen mit irgendwas. Aber ich sollte vielleicht nochmal Medizin nehmen, auch wenn ich jetzt nicht sehr viel davon habe.
aber ich weiß ja nicht, was da oben passieren wird. Und lieber jetzt halt mal, ja, ich nehme die Pillen, die sollten jetzt erst einmal. Ui, nein, bitte nicht. Oh, verdammt. Das mit dem Inventar ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Oh yes, Schraubenschlüssel. Cool. Nehmen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf den Medizin. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf das Ding. Jetzt schauen wir mal, was das mit Medizin ist. Ah, okay, da kann ich das Erste-Hilfe-Set auch nehmen dann. Ich muss einfach nur dreimal draufhauen, alles klar. Das muss einem ja gesagt werden, ne? Okay, haben wir den zweiten. Der dritte ist da drüben am Dach. So, da ist natürlich dann auch die Frage, wie wir da hochkommen. Ich habe jetzt gehofft, dass ich das von hier oben irgendwie sehen werde. Aber ich glaube, wir haben da keine Chance, anders als über die Container. So, ich möchte hier jetzt nicht runterspringen. Ich will nicht probieren, ob ich Superman bin und hier sicher landen kann. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. So, ich lasse jetzt das mal mit dem Rohr in der Hand. Ich gehe jetzt mal darum, weil da mit der Selbstschussanlage, das ist mir vielleicht ein bisschen zu heikel. Aber nur so ein bisschen. So, ich speichere jetzt auf jeden Fall nochmal. Ja, und ich bin da rigoros. Also ich gehe auch über den ersten Spielstand immer wieder drüber. So, also wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Ah. Vielleicht hier. Ah. Alles klar. Okay. Dreimal draufhauen. Erkunde das verlassene Lager. Ja, haben wir doch schon. Oder ist das irgendein anderes Lager? Nee, ne? Aber hier oben hatte ich da nicht auch irgendwas gesehen? Nee, die Kiste da drüben haben wir leer gemacht. Da ist nichts. Die haben wir auch leer gemacht. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo unten rein. Okay, da muss ich jetzt natürlich nochmal speichern, das ist klar. Weil wenn wir das jetzt schon so schön erledigt haben. Spiel speichern, hier drauf bitte und einmal zurück. Also hier kommt man nicht rein. Container haben wir keinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding auch auf mich da schießt. Okay, man muss einfach nur öfters draufhauen. Benutzen, alles nehmen. Okay, also das ist, wenn man das zerstört hat, alles gut. Dann ist alles gut. Pendulum. Vielleicht ist hier noch was versteckt. Ich weiß auch nicht, welches Lager die jetzt meinen, ne? Es könnte jetzt natürlich sein, dass die da hinten das Lager meinen, wo wir schon drin waren. Nö. Das ist leer, ne? Ja. Okay, welches Lager meinen die dann, wenn das jetzt nicht das ist? Ich sehe jetzt auch nichts auf der Karte oder sowas. Nicht verfügbar, wir sind da. Okay. Ich kann auch nicht zoomen oder sowas. Oh,
Oh, bitte, ich brauche was zum Essen. Was haben wir denn da? Metall kann ich auch nicht essen. Das bringt mir nicht viel. Da kommt man nicht rein. So, dann gucken wir nochmal, ob es hier vielleicht einen Eingang gibt. Aber mir ist da nichts aufgefallen. Ne, das sind alles nur so... Ah, warte mal. Nee. Da auch nicht. Okay. Welches Lager die auch immer meinen. Vielleicht soll ich noch mal da reingehen? Aber hier ist ja nichts Neues, ne? Es wird plötzlich richtig dunkel hier. Habe ich das vorher nicht gesehen oder ist das respawned? Weiß man nicht, ne? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was gemeint ist mit dem verlassenen Lager, weil wir waren ja da überall drin, ne? Also gut, ich habe keine Ahnung, was ich hier suchen muss oder finden muss. Es hat geheißen, das Lager. Aber ich habe hier nirgends ein Lager. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich noch weiter muss. Ich meine, ich habe eher Hunger wie sonst was. Ich rüste jetzt mal mein Rohr wieder aus, dann gehen wir mal da hoch. Vielleicht muss ich ja da hoch. Ach, da ist Grenze. Okay. Ist das die Weltgrenze? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ist es The World Border. Und man findet hier einfach noch nicht mehr. Es ist im Early Access, wir hatten das schon bei einigen Spielen, dass wir dann Grenzen der Welten erreicht haben. So, hier haben wir die Ruine wieder. Jetzt kann es höchstens sein, dass wir wirklich zurück müssen. Das wäre jetzt halt auch noch eine Erklärung. Ja, ja, mein Leben geht runter, ich weiß schon. Was soll ich machen, ne, wenn ich nichts hab zum Essen? Okay, und die World Border, die geht hier überall ringsrum. Ich schau mal, wie weit ich noch komme, weil ich denke, dass ich jetzt gleich sterb. Ja. Du bist tot, respawning. Ui. Ja. Ich kann die stunnen. Okay, ich bin schon wieder tot. Es ist aber auch ganz toll, wenn du da respawnst und hast den Gegner sofort vor dir stehen. Da wusste ich jetzt auch nicht, was das soll, ganz ehrlich. Ja, niedriger Hunger. Das Problem ist, ich habe nichts zum Essen. Ich habe auch nirgends was gefunden, außer die paar Hapsen. Und würde auch sagen, an der Stelle ist jetzt auch dieses Angezockt vorbei, weil ich kann nichts weiter machen. Das sind World Borders.
Ich weiß nicht, wo ich Essen herbekomme. Ich weiß nicht, was das meint mit dem Lager. Vielleicht muss ich auch davor. Das kann auch sein, aber das bringt mir ja wiederum nichts, wenn ich... wenn ich nichts zum Essen habe, ne? So, komm mal her, du. Lass mich nachladen. Danke. Der hat Scharfschützengewehr-Munition. Jawohl, das ist das, was ich jetzt brauche. So, schauen wir mal da weiter. Solange ich jetzt... Ich weiß immer nicht, ob ich es aufheben soll oder nicht. Solange ich jetzt halt noch ein bisschen Energie habe... Komm mal her, du Knilch. Was haben wir da? Schrotflintenmunition. Juhu. Das bringt mir aber auch nichts, wenn ich Hunger habe. Das ist doch echt doof, oder? Nimm alles. Nein. Der Apfel hat halt echt nichts gebracht, ne? Drähte kann ich auch nicht drauf rumlutschen. Ups. Ja, ich gebe es zu. Ich wollte es ausprobieren. Ob die Fässer in die Luft fliegen. Hm. Was haben wir denn da? Nichts. Das ist nicht viel. Wir können die Erde aufheben. Es gibt hier noch mehr Erde. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich in dem verlassenen Lager bin. Was haben wir da? Holzkiste. Ah, so, und dann komme ich da rüber und kann das da zerstören. Alles klar. Ach komm, dein Kollege hat mir wenigstens Munition gegeben. Von dem habe ich die Kugeln quasi wieder rausgepult. Nö. Für was drücke ich auf Shift, wenn du dann doch nicht rennst? Man muss erst loslaufen, Shift drücken und dann geht's. Vorher funktioniert's nicht. Wenn ich Shift klicke und loslaufe, dann tut sich da gar nichts. So. Hilft mir auch nicht bei meinem Hunger weiter. So, einruckeln. Einruckeln und zuckeln. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Der Part hier wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger sein, aber ich möchte im Grunde jetzt erst einmal keinen weiteren Part machen. Das Spiel macht einen guten Eindruck auf mich. Muss aber sagen, vom Optischen gefällt es mir definitiv besser wie... was war's? Dead District? Uff. Ja komm, du kannst mich auch killen. Das ist egal im Grunde jetzt schon. Aber Dead District hatte irgendwie ein bisschen mehr noch. Da war ein bisschen mehr geboten. Das hier schaut definitiv besser aus. Ja. Aber es bietet dafür nicht so viel. So, ich glaube nicht, dass ich das schaffe bis zum Zelt. Nee, das hätte ich wenn dann einstecken müssen. Ja, weil ich sterbe jetzt ja gerade. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, ob ich wieder aufwach vor einem. Okay, also das hat es jetzt nicht gebracht. Das hat es jetzt nicht gebracht, weil die Sachen, die ich jetzt eingesammelt habe, habe ich nicht. Okay, Leute, schreibt mir gerne mal
in euer in den Kommentar, was ihr davon haltet, ob ihr es interessant findet, weil ich werde auf jeden Fall warten, bis das Ganze rauskommt und werde es mir wahrscheinlich dann auch dementsprechend holen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich noch im Early Access so einiges tun wird, dass man vielleicht auch ein bisschen besseres Balancing hat oder auch irgendwie ein bisschen mehr findet, was Essen angeht. Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao!